Ich muss dir was Witziges erzählen. Ich dachte eigentlich, dass ich nichts von dir kenne. Und ungefähr vor einem Jahr, mit 10 Tagen Unterschied, war ich in Graz und war spazieren nach der Diagonale und musste irgendwo hin und musste auf ihn warten. Und dann habe ich auf einmal so eine Kabine gesehen mit so einem Sessel davor und habe mich hingesetzt mit Kopfhörern. Und ich glaube, du bist drinnen gesessen und hast geredet, was Menschen denken. Kann es sein? Mhm. Ja. Also es war vermutlich meine Arbeit, die nennt sich Heimat in einfacher Sprache international. Also damals hieß es nur Heimat in einfacher Sprache in Graz. Das war am Grazer Dummelplatz. Und da habe ich eben so eine Dolmetschkabine aufgestellt. Und die Menschen waren eingeladen, sich einfach davor hinzusetzen, so wie du offensichtlich. Und ich habe versucht, die Gedanken der vorbeigehenden Passanten und Passantinnen zu übersetzen. Und du konntest ja via Kopfhörer dann hören, dass ich so lesen konnte in den Köpfen der Mitmenschen im öffentlichen Raum. Und die Arbeit habe ich jetzt auch die letzten 3 Tage in Wien gezeigt und heute zum letzten Mal noch einmal am Nachmittag. Und zwar beim Dr. Karl-Weger-Platz im 1. Bezirk, da gibt es einen Durchgang. Allerdings ist das ein bisschen anders, weil ich da auch eine chinesische Übersetzung habe, also eine Übersetzung in Mandarin. Man kann also auf 2 Kanälen entweder auf Deutsch mich hören oder auf Mandarin so viel wie haben. Und da übersetzen wir eben auch die Gedanken der vorbeigehenden Menschen. Ja. Ich fand es eine spannende Stelle, weil es sind dann oft Menschen vorbeigegangen und sobald sie sich, und bis sie sich hingesetzt haben und sobald sie die Kopfhörer auf hatten, bist du dann geswitcht auf eine andere Person. Also diese Schwelle zwischen, sie sind noch Akteure und auf einmal werden sie Publikum. Das war nicht ein Bild. Ja, ist immer so ein schneller Übergang, der aber auch, glaube ich, für die Leute, wenn sie zuhören, ganz interessant sein könnte, hoffentlich. Weil wenn man sich die Kopfhörer aufsetzt, dann hört man ja nicht sofort eigentlich die Gedanken von demjenigen, der sich sich hinsetzt, was man sich da denkt. So. Ja. Aber es ist wirklich für mich insofern eine interessante Erfahrung, diese Arbeit, weil ich nicht immer natürlich so die Gedanken erkennt, ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig ein bisschen lauter sprechen. Ah, okay. Also ein bisschen lauter. Also ich zeige das Ihnen jetzt gerade in Wien und gestern ist mir so vorgekommen, bei manchen Menschen, wenn sie so Kopfhörer haben, nämlich aber diese In-Ear auf der Straße, die mit so Kopfhörern, dann kann ich die Gedanken nicht so gut lesen. Okay. Kommt mir vor. Okay. Weil ihre Gedanken zugestopft sind. Ja, vielleicht. Ja. Oder vielleicht bin ich einfach zu Bordschopf, keine Ahnung. Aber ich denke mir dann immer, die haben ja jetzt eh ihre Musik oder so. Oder auch dein Mikrofon. Ich bin nicht selbst, sorry. Test, test, test. Ja, aber ich schreie ja nicht so. Du musst ein bisschen lauter drehen, ne? Ja, aber wir sind doch maximal. Okay. Test, test, test. Super. Okay, dann müssen wir jetzt schreien. Müssen wir jetzt wieder von Anfang an alles erzählen? Einfach neu. Ja. Einfach neu, wirklich? Okay, fangen wir doch mal an. Wer bist du? Und du kannst nicht erraten, was sie hören. Naja. Nein, das kann ich überhaupt. Also deine Musik, also die sie hören. Naja, außer es sind so schwere Bässe. Das kriege ich schon mit. Oder vermutlich. Aber es ist eine ganz bösartige Unterstellung, die ich da mache. Aber ich finde, das ist sehr spannend, weil es ist ein Spiel, das ich eigentlich schon oft gespielt habe in meinem Alltag, dass man beobachtet und denkt. Ich glaube, das macht eh jeder Mensch. Also es ist so simpel und vielleicht ist es deswegen so lustig für alle. Ne? Ja, es funktioniert total gut, oder? Ich hoffe. Und wenn nicht, kann man auch nichts machen. Du, aber jetzt erzähl mal von deinen Sachen. Du bist Filmemacherin, ne? Ja, könnte man sagen. Ich weiß oder es also. Mensch? Ich bin Mensch. Na schau. Ja. Prost. Prost. Ich finde, es ist
ach, ich finde, das ist schwierig zu definieren. Ja, aber hauptsächlich ich mache beschäftigt. Ja, genau. Filmen, ja, das würde ich auch sagen. Mhm. Und ich filme vor allem mit Super 8 Filmen und, oder meine Ideen, die mir kommen, sind oft damit umsetzbar, würde ich sagen. Bist du eigentlich mit Super 8 aufgewachsen als Kind? Nein. Bist viel zu jung dafür. Ja. Weil ich bin damit aufgewachsen. Ja. Also wir haben so Super 8 Filme zu Hause, wo zum Beispiel der Christbaum brennt und mein Vater mit und mein Bruder und ich und meine Mutter sind in Panik und mein Bruder und ich lachen halt nur. Und es wird trotzdem gefilmt. Ja, ja, mein Vater hat das mitgefilmt. Wir haben auch so in den 80er Jahren so Super 8 Filme zu Hause gedreht, so Werbefilme mit meinen Eltern. Ah, oh, das ist toll. Für Trockenmilch und so. Ja. Ah, und warum bist du auf Super 8 dann gekommen? Interessant. Ich finde es spannend, weil das ist etwas, das man einfach im Moment macht und dann ist es abgeschlossen. Du hast einfach eine Limitation von 3 Minuten oder ein bisschen länger teilweise, aber. Und ich finde, es ist irgendwie, ich bin eine Person, ich plane gerne im Vorhinein und ich habe es dann gerne abgeschlossen. Und ich finde etwas, es ist einfach sehr schön in dieser Limitation zu denken. Und ich bin eine Person, ich mit digitalem tue ich mir sehr schwer. Also ich finde, es ist etwas sehr Organisches und sehr, ja. Ja, es ist auch eine ganz eigene Ästhetik und man kann es auch nicht bearbeiten, oder? Wenn ja, also. Oder kann man das so wirklich? Also wenn du es analog machst, ist es eine Futzelarbeit, ja, die man machen kann, wenn man will. Also schneiden, logisch, kann man schon, aber beim Digitalen kannst du immer irgendwie die Farben und alles nachträglich und so bearbeiten. Und ich finde, manche Menschen machen das sehr gerne, aber für mich ist das eine Arbeit, die dann viele Stunden im Nachhinein, und man kann sich total verkopfen. Und ich habe lieber einfach etwas zu haben, das da ist. Ja. Weil dann ist es da und man manipuliert es nicht mehr. Ja, ja. Das ist so ähnlich, ich habe jetzt auch eine Arbeit gemacht, ich war in London und mit dem Peter M. Kubelka, das ist ein Fotograf, und wir haben dort sehr viele Polaroids-Fotos von mir gemacht. Mhm. Und jetzt ist auch die Überlegung, wenn wir die aufstellen im September, ob man einfach nur quasi die Polaroids, die kleine, ausstellen oder ob wir die jetzt nochmal vergrößern. Ja. Yeah. Das ist für mich so eine schwierige Frage. Also. Und du bist dir noch nicht sicher, was ich bin mir noch nicht sicher, weil eigentlich ist es so schön, eben diese, wenn man so will, Unikate, ist zwar ein merkwürdiges Wort, aber auch so unwiederbringlich, oder? Yeah. Das ist dieser Moment und das ist dieses kleine Ding, aber wenn ich das jetzt dann noch einmal digitalisiere und in der Größe ist ja dann doch was anderes. Aber es hat doch was Performatives, oder? Weil Performance gibt ja auch nur im Moment und jede, oder auch wenn es wiederholt wird, ist jedes einfach eine Einmaligkeit. Ja, voll. Stimmt. Und man muss sich auch sehr adaptieren zu den Umständen im Moment. Man kann nicht wirklich daran. Was habt ihr gemacht, genau? Ja. Man sagt mir nach, ich schaue aus wie Lady Diana. Mir aber zufälligerweise auch. Siehst du, das verbindet mich. Stimmt! Also ich hatte vor kurzem noch längere Haare vorne. Ja. Mhm. Ja, ich auch, aber jetzt sind sie auch sehr, sehr abgebissen. Vielleicht müssten wir gemeinsam eine Lady Diana Performance machen. Hier im Kasten und uns stimmt verkleiden. So eine Perücke. Ja. Achso, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, du auch. Everybody is Lady Diana. Ja, also da waren wir eben im Mai in London und haben so Fotos gemacht. An so unterschiedlichen Plätzen. Als Lady Diana? Als Lady Diana, ja. Auch so mit Hüten. Freundlicherweise hat mir der Mühlbauer Hüte gesponsert. Und es war dann wirklich kurios, also so Fußballfans, die sind auf mich zugelaufen und haben geschrien, we will always love you. Und manche haben mich auch ganz böse angeschaut. Wirklich, ja. Aber es war sehr erkennbar. Also ja. Aber jetzt, wo du sagst,
Du siehst es. Nein, aber ich finde, es macht Sinn. Ganz toll. Naja. Weil. Schön wäre, wenn sie Prinz Charles sagen würden. Spannend, und ihr werdet sie einfach ausstellen im Kontext einer. Ja, das ist ja parallel wahrscheinlich. Ah. Die findet ja, glaube ich, heuer wieder in der Semmelweis-Klinik statt. Habe ich auch gehört. Ja. Ja. Da hatte ich ja ganz viele Kinderfreunde. Also, ich bin in der Nähe in die Volksschule gegangen, am Bischof-Faber-Platz. Und in meiner Klasse waren ganz viele Heimkinder. Und in dieser Semmelweis-Klinik war eben damals noch ein Kinderheim. Das war mein erster Freund, Jani. Jani aus dem Kinderheim Semmelweis-Klinik. Nein, jetzt ist es so ein Arti-Ort. Ja, ich war das jetzt noch nie. Was war mir? Ja. Ja, so ist das mit der Kunst. Sollen wir einen Keks aufmachen? Ja. Und wir schauen, was da rauskommt. Oder ein Stein. Oder ein Stein. Das ist ein Stein wechseln. Was ist das für ein Stein? Das ist ja schön so. Gibt's ein Schaf? Wow, auf so unterschiedliche Oberflächen. Ich mache jetzt auch mal auf. Dürfen wir das Mikrofon hinlegen? Und du kannst es nicht geben. Ah ja, Moment, aber nicht zu nah an deinem. Ja. Hilfe! So, das ist. Oje, ist schon wieder was. Oje, haben wir schon wieder Ton. Soll ich versuchen? Nein, geht schon. Ich mach's gleich auf. Ja, gut. Mach mal auf. Dann schauen wir mal, was auf dem Papier rauskommt. Wow. Beim Frühstück. Wollen wir beim Falten, dann kannst du beim Aufmachen. Ich glaube, ich. Warte, schaff's glaube ich so. Wirklich? Mit einer Hand. Das ist aber geschickt. So. Schauen wir mal. Hallo? Mein Ton ist schon wieder ein bisschen weg. Hallo. Ich glaube, der Ton von der Barbara ist wieder weg. Hallo? Du musst aber draufklopfen. Das. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Danke, gerne. Super. Grüß Gott. Okay, spannend. Was ist bei dir? Moment. Ich bin ganz neugierig. Isst du mal? Ich kann mal reden. Ich habe so einen Hunger, ja. Isst du mal? Du kannst auch meine essen. Ich bin noch nicht so hungrig. Brava. Vielleicht muss man Italienisch sprechen, wenn ja, das geht. Ja, Italienisch geht. Okay. Ist laut. Hallo? Hallo? Ja, also geht schon. Ja, soll ich mal vorlesen? Bitte. You should listen to your intuition. Was heißt das auf Deutsch? Ich finde die Übersetzung auf Deutsch spannend. Geben Sie einer Eingebung unbedingt nach. Aber ich finde, man sollte einfach so auf seine Intuition, auf sein Gefühl, ja. Bauchgefühl. Eingebung, Intuition. Ja. Ja, machst du das jetzt? Ja. Gut. Ja. Ich finde es spannend, weil ich bin eigentlich meistens, wenn ich Ideen habe oder für Arbeiten, ist das immer ein Bauchgefühl und man spürt es. Und dann ist es oft, man spürt, wenn etwas passt und dann setze ich es einfach um. Das stimmt. Aber bei mir ist so, bei mir kommen ganz oft so Ideen im Suff, oder? Also ich trinke halt gern. Ja. Und dann muss man schon zwei Tage später, wenn man wieder nüchtern ist, mal drauf schauen. Also ja. Manchmal sind da die Ideen, naja, auch nicht so schlimm. Ja. Kommt drauf an. Vielleicht traut man sich dann oft größer zu denken, wenn man diese Rationalität irgendwie abschaltet. Mhm. Und wenn dann die Rationalität wieder kommt, muss man wieder sich ein bisschen zensieren oder ein bisschen. Ja. Aber das ist doch nichts Schlechtes, oder man kann dann. Also ich glaube, ich tue mich zu viel zensieren. Ja? Mhm. Glaube ich schon. Man sollte das einfach immer im Suff machen, vielleicht. Glaubst du, hättest du viel größere Ideen für die. Vielleicht muss ich es einmal ausprobieren. Aber es ist auch so, dass ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, viele Ideen aber auch dann wieder durch Literatur kommen. Also ja. Gar nicht so sehr in einem, wie soll man sagen, Zustand, der etwas losgelöst ist, sondern wo ich doch sehr konzentriert bin. Das ist eigentlich so eine Mischung.
Ja, vielleicht nicht Literatur, aber einfach Ressourcen, andere. Aha. Ich finde, wenn man sich umgibt mit Sachen, die einen, die mit der gleichen Sensibilität irgendwie verbunden sind, mit der man hat, vielleicht gibt es einem was. Ich habe oft Ideen, wenn ich Filme schaue oder wenn ich mich mit etwas beschäftige, oft schweift dann das Gehirn weg und man bekommt eine Idee und kribbelt so in den Fingerspitzen, wenn man es umsetzen will. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Und aber was für eine Literatur ist es dann bei dir? Ach, alles Mögliche, von Frau im Bild über, weiß nicht, Wittgenstein, wirklich, also so eine Mischung, oder Österreich, Fellner TV. Was sagt mir meine Nachricht? Jetzt. Das war aber hervorragend, dieses Keks. Kann ich dir nur empfehlen. Van Dag zahl eben bei sein mit der Gesellschaft. Heute wird sich jemand über deine Gesellschaft freuen. Das tust du ja schön. Der Tag ist noch lang. Today someone will be delighted to meet you. Hello, hello. Hello, madame. Sind wir mal froh. Aber gestern war jemand ganz böse über mich, weil ich habe da den Gedanken übersetzt von einer Passantin und der Ehemann ist im Publikum quasi gesessen und die haben danach nichts mehr gesprochen. Nein. Und nachher haben sie mich urböse angeschaut, wie ich dort aufs Klo gegangen bin, weil da war nie was essen. Oh. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, irgendwie habe ich die Gedanken der Frauen so übersetzt, dass sie sich eigentlich von diesem Mann scheiden lassen würde. Oh nein! Ja. Vielleicht hast du es an einem sehr runden Punkt irgendwie. Es war die Wahrheit. Ja, ja, ich denke, es war der richtige Gedanke. Ja. Das passiert halt. Ja. Bist du verheiratet oder so? Oder geschieden? Nein. Nein? Also ja. Bist du nicht so jung? Nein. Wieso? Also ich bin geschieden. Ja. Ja. Ja, und ich habe auch katholisches Eheverbot. Ich habe extra heute so einen Ring angezogen, schau. Wow, oh, der ist toll. Ja, den habe ich mir anfertigen lassen vor, Moment, ich glaube, 2018 oder so. Ich muss nachschauen, Pfingsten, es ist drinnen reingraviert. Weil ich war mal mit dem schönsten Straßenbahnfahrer Wiens verheiratet, 4 Jahre lang. Und ich war auch katholisch verheiratet, also kirchlich. Ja. Und dann habe ich mir nach einiger Zeit gedacht, nach der offiziellen Scheidung, ich will aber nicht kirchlich bis zu meinem Tod mit diesem Mann. Ja. Weil in der Kirche ist mir dann weiterhin verheiratet. Stell es mal vor. Ja. Und dann bin ich zum Diözesangericht gegangen und habe meine Ehe annullieren lassen. Das war ein recht aufwendiger Gerichtsprozess vor dem kirchlichen Gericht. Da habe ich eine Klosterschwester beraten und da musste ich auch unter anderem einen Eid und einen Computer einer göttlichen Spur leisten. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Ex-Mann, der könnte jederzeit wieder katholisch heiraten, weil die Ehe ist ja annulliert, wir sind alle wieder jungfräulich. Aber ich dürfte das nicht, weil ich habe nämlich katholisches Eheverbot auferlegt bekommen. Und sollte ich noch einmal kirchlich heiraten wollen, dann müsste ein Pfarrer prüfen, ob ich es dieses Mal ernst meine. Aber bis dahin habe ich dieses Verbot und habe ich diesen, wie ich finde, sehr schönen Siegelring machen lassen. Also sind die ein toller Ring. Außen. Pfingsten 2016, so lang habe ich schon das Eheverbot. Ich habe schon wieder mal übergeben. So kann es gehen. Ja. Da hat jemand keine Freude mit meiner Gesellschaft gehabt. Ich bin schon gespannt, ob heute ich habe eine Freude mit deiner Gesellschaft. Danke. Ich hatte schon eine Erfüllung gegangen.
du, und was machst jetzt so gerade, also wenn wir nicht an diesem Glashäusl sitzen? Generell? Oder was du so erzählen magst? Was mache ich so? Ja, ich habe Studierende. Ah, ja. Immer gut. Ja, immer gut. Und was? Ich studiere Video und Videoinstallation an der Bildenden. Und ich arbeite auch an meinen eigenen Projekten. Und das erste Mal so richtig viel. Manchmal mache ich ganz wenig, manchmal macht man mehr. Und eben, ich freue mich auch heute, was zu machen hier drinnen. Ich dachte, das ist ein guter Impuls, was zu machen. Die Idee, ich habe mir irgendwie schwer getan, irgendwie darüber nachzudenken, was hier zu machen im Kasten. Das hat sich irgendwie auch zu mir gefühlt. Mir ist keine Inspiration gekommen. Und dann dachte ich mir, vielleicht kriege ich was hier. Das kann ich ganz gut umsetzen und es motiviert mich auch. Hast du eine Idee, was du mit diesem Glaskasten machen wollen willst? Ja, das Sitzen ist gar nicht so schlecht, eigentlich, oder? Ja. Vielleicht etwas an die Decke. An die Decke? Ja, die ist so schön schief. Ja. Es könnten sich ja Menschen reinlegen, so wie wir. Moment, probieren wir das einmal aus. Na, der Länge nach geht es ja locker, oder? Ja. Da könnte man den Menschen anbieten, so sie wollen, sich so hinzulegen und was anzuschauen. Ah, aber es darf halt nichts Digitales sein. Ich glaub, es nein, nein, man könnte ja was drauf bieten oder malen oder so. Ja. Vielleicht ein bisschen was Weicheres drunter, oder? Da? Ja. So ein Polster. Ja, also Teppichboden. Oder, ja, Teppiche, das wäre schön. Ein schöner Teppichboden. Teppichboden und oben? Ich weiß auch nicht. Vielleicht so eine Fototapete von einer Müllhalde. Okay. Hast du eine Müllhalde im Kopf? Nein, aber ich wollte immer schon eine Fototapete von einer Müllhalde machen. Okay, ich finde Fototapeten sehr schön. Wir haben viel zu wenig Fototapeten fabriziert. Ja. Wir waren früher mal als Kinder in Jesolo auf Urlaub, ja, in einem Hotel, und da war im Eingang bei der Rezeption eine Fototapete von der Karibik. Das war nicht interessant, dass an der italienischen Adria mit einer Fototapete aus der Karibik. Das ist schon ganz schön absurd. Ja, wunderschön poetisch. Die besten Fototapeten sind ja die Tapeten, die dann schon so abgenutzt sind. Ja, das ist schön. Die sind toll. Hast du gekannt wahrscheinlich auch nicht dieses, warte mal, wie hieß das? Ah, Kaffee, da, wo jetzt so Bobos sitzen in der Nähe von der ehemaligen WU, jetzt sind ja die Geisteswissenschaften da hinzu. Ja. Warte mal, das heißt im Krieg, wie heißt denn das? Blaustern, oder? Ah, also das da in der Nussdorfer Straße, und früher hieß das anders, habe ich jetzt vergessen, war schon alt, aber auf jeden Fall, das war ein Café, das war so super, da waren so dicke Tapeten drauf und haben so schon die Schichten gesehen, oh, von so ganz vielen verschiedenen. Aber das kann man auch hier machen, dass man sie dann abziehen kann und immer wieder so neu entdecken muss, was also hinter einer, hinter, ja, ja. Eine hinter der anderen. Das stimmt. Aber irgendwas da oben drauf und unten Teppiche. Urlaub in Wien. Neue Versetzung. Ich habe einmal Sandboden reinlegen. Ja, ja, ja. Ich habe einmal gemacht Urlaub am Gang. So ein kleines Video. Da bin ich so am Gang gesessen und haben ja so Badetücher aufgeklebt und den Radio eingeschaltet, habe ich so im Bikini hingesetzt
und mein Freund hat bei diesem Basiner Waschbecken so einen kleinen Griller hingestellt und hat dann so Würstchen gekriegt und hat es voll geraucht. Und dann sind die auch aus Bewohnern immer so vorbeigekommen und haben gesagt, hallo, ja. Und dann war aber die Hausbesorgung ganz nervös und hat die Feuerwehr geholt, weil sie geraucht hat. Das ist super. Schön. Ja, dann ist noch nicht Urlaub am Gang. Urlaub am Gang. Mhm. Urlaub im Glaskasten. Das habe ich echt so publiziert in so einem alten Zuhause. Wie? Ich bin hier. Ja, ich bin auch im 16. Ah, wirklich? Ich bin im 16. geboren. Ja, in Ordnung. Der Platz ist so schön. Ja. Fällt mir ganz gut. Jetzt überhaupt mit der LPK, das ist schon gut. Würdest du mitmachen und dann Gesicht gegen die Glasscheibe drücken? Sicher. Ja. Jetzt? Jetzt habe ich auch nicht meine Kamera. Achso, nachher, ja. Ich würde sagen, nach unserem Gespräch. Ja. Und dann vielleicht machen wir noch andere Menschen mit dem Umkreis. Sehr gerne. Das wäre doch ganz lustig. Das machen wir. Ja. Aber wir könnten da wirklich was auf die Decke bieten. Ja, gerne. Bist du jetzt dann in Wien im Sommer oder muss ich jetzt wieder aufsetzen? Ich bin schon der Kopf und das ist ganz schön. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit schon vergangen ist. Ich fühlt sich aber ein bisschen wie so eine Schaufensterpuppe. Ja, das sind doch alle Schaufenster. Geht schon wieder nicht. Achso, ich habe das Kabel vielleicht. Vielleicht ist das wegen am Kabel. Was? Nee, ich glaube, das ist der Kabel. Hallo, jetzt geht's wieder. Okay, ich glaube, das ist total. Ja, wir können ja zwei Kekse noch da lassen, oder? Ja. Können Sie mir essen? Ja, wir können ja zwei Kekse noch da lassen. Ja, aber wir könnten wirklich im Juli da was drauf bitten. Ja. Ich wirklich mich hier, oder Sand? Ja, aber wir können Sand wieder. Ich glaube, wir müssen das ab in die Probe machen. Ja. Aber kann man dann immer rein? Oder müssen wir die Andrea fragen, ob man den Kasten überhaupt offen lassen kann? Darf man denn das? Was muss ich drehen schon wieder? Nein, wir kriegen den Schlüssel. Ah, Schlüssel! Das heißt, wir drehen schon wieder. Wir kriegen den Schlüssel. Wir kriegen den Schlüssel. Ich? Ja, jetzt hat es wieder funktioniert. Ich habe einen Wackelkontakt. Bis jetzt warst du mir ganz sympathisch. Na gut, ich bin Hammer. Müssen wir noch weiterreden? Sollen wir noch was sagen? Sollen wir noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Sollen wir noch was sagen? Wie? Nochmal? 5 Minuten haben wir noch. Okay. Wie? So, Lady Di. Ja, what's going on? Aber wir können ja auch die Andrea fragen, ob sie uns die Tasche bringt. Und wir können hier mal die Kamera vorbereiten. Bitte, Andrea, die Tasche. Sie ist in der blauen IKEA-Tasche. Ist eine rote Tasche drinnen? Also eine Matruschka-Tasche. Eine Matruschka-Tasche? Eine Tasche in der Tasche. Und dann haben wir vielleicht noch eine Tasche drin. Das könnte nicht gut sein. Ja, genau. Ach, das ist mein Badezeug, ist auch nicht. Ja. Dann gehst du halt baden, ne? Ich glaube auch. Ja, wo gehst du hin? Da, wo du bist. In der Hose? In der Hose. Das ist auch schön. Das machen wir dann als nächstes, oder? Ui, wir sind uns zu nah. Ich glaube, wir sind uns zu nah gekommen. Ui, ganz schwierig. Ja, aber nur wie das können wir uns dann rausstellen. Ich habe es zum Putzen mitgebracht, damit wir die Fensterscheibe putzen. Als Stockerl hast du auch nicht, oder? Das ist aber sehr hübsch. Kann ich mich dann hersetzen? Und kann ich filmen, wie du dein Gesicht gegen die Glasscheibe drückst? Und du möchtest, dass ich das draußen mache? Ja, ja, sehr gut. Ich setze mich dann da höher. Aber mit Hauchen oder ohne Hauchen? Hm? Mit Hauchen oder ohne Hauchen? Wie immer du willst. Ich lasse es ohne Hauchen. Ja. Mit Hauchen oder ohne Hauchen? Das macht man immer, du willst. Ja, gerne. Oder das? Bei dem wird das Hauchen auch gewünscht.
Ja, ja, was hast du noch? Ja, was ich mache, ich habe Putzzeug mit, Powerreiniger. Ja, Putzmittel. Ja, dann werde ich mir den Finger anlegen. Na gut, dann gehe ich jetzt raus und esse noch vorher den Glückskuchen. Ja, bitte ess das gerne. Dann gehe ich jetzt raus. Ist mein Glück. Ist dein Glück weg? Okay, dann lege ich mal das Mikro. Ist dein Glück weg? Soll ich das Mikro näher bringen? Soll ich das Mikro näher bringen oder hörst du mich auch so, wenn ich auf Mücke rede? Ja. Soll ich das Mikro näher bringen oder hörst du mich auch so, wenn ich auf Mücke rede? Ich glaube, ja. Aber magst du denn einfach auf die Glasscheibe zukommen? Können wir machen. Magst du nur vorher mal herkommen, damit ich dich im Fokus stellen kann? Ich glaube, wir müssen es fast machen, dass du dich dagegen stoßt, weil ich bin sonst zu nah. Ich glaube, es muss gegen diese Glasscheibe sein. Ja. Ja. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, mach das mal. Ja. Kannst rückwärts anfangen? Kannst du, ja. Drückst du schon dein Gesicht gegen die Glasscheibe?